Das Wochenende steht vor der Tür und die Märkte kommen noch mal einmal zurück. Wir sehen das hier im ganz kurzfristigen Chart. Minute eigentlich nur, um so ein bisschen den Vibe des aktuellen Marktes mitzubekommen. Das hier der Nasdaq Future in dem Fall. Wir sehen ziemlich Nervosität zum Börsenbeginn. Das ist allerdings natürlich nicht ganz so dramatisch, wenn man das im etwas übergeordneten Bild anguckt. Aber insgesamt, wir sehen, dass wir eine Aufwärtsstimmung haben. Jetzt hier heute am 11. ging es seit mittags eigentlich nach oben relativ stabil, wie man sagen will. Also wir können mal gespannt sein, wohin das Ganze führt. Eigentlich, wenn wir mustergerecht aktiv sein sollten, das ist ja immer so eine Sache, aber dazu gleich noch mehr, dann müsste es eigentlich idealerweise nach dem scharfen Abwärts so ein klassisches ABC hier geben. Und das würde uns ja vielleicht für den heutigen Tag nochmal eine Chance geben, dass der Kurs sich wieder ein bisschen erholt. Und dann haben wir immer noch die Chance, dass wir dann den zweiten Teil dieser Abwärtsbewegung haben. Das ist ja ein klassisches Bild, was ich immer propagiere als das Typische, als das Klassische. Viele von euch kennen das. Es entspricht ja diesem ganz normalen, ich mache mal hier dieses Standardbild, was ich immer wieder gerne zeige, wenn wir eine scharfe Richtung haben, so eine ABC als Gegen, geht auch in die andere Richtung, eine ABC als Gegen, das ist so Standardprogramm, das gibt es auch in anderen Bereichen der Kursbewegung, das sind so Verhaltensmuster, die eben klassifizierbar sind und relativ häufig vorkommen. Allerdings nicht immer in Reinform. Und da komme ich jetzt mal auf Gold, denn bei Gold hatten wir sowas Ähnliches gesehen und eigentlich nach wie vor steht das an. Aber unsere Trading-Idee, die wir gestern beispielsweise vorgeschlagen haben, die ist jetzt heute Nachmittag ausgestoppt worden. Das kann also passieren. Ich sage das ganz bewusst, weil ich niemanden in irgendeiner Form auf die falsche Fährte bringen will. Hey Leute, die Idee ist super, damit macht ihr nur Gewinne. Traden ist immer eine Einzelfallentscheidung, muss aber in der Summe zu einem Ergebnis kommen. Und in dem Fall ist es jetzt halt so, dass es aktuell nicht funktioniert hat. Ein bisschen konnte man den Stop nachziehen. Ich hatte gestern den Trade ja im Trade des Tages vorgestellt. Falls ihr das ein bisschen mitverfolgt habt, konntet ihr das sehen, wie das Ganze funktioniert und warum und wie das mit dem Nachziehen dann eben beispielsweise funktionieren kann. Man konnte auch vielleicht ein bisschen enger nachziehen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir hatten den einstündigen hier für uns rausgenommen und der hat dann eben zu diesem Ergebnis geführt. Ist damit diese Idee jetzt komplett rum? Nicht notwendigerweise, denn es gibt natürlich auch etwas komplexere Formen. Ich bin gestern davon ausgegangen, naja, wir haben das und haben dementsprechend eine realistische Chance, dass der Kurs sich eben nach unten dann absetzt. Es gibt aber noch eine etwas komplexere Korrekturform. Das ist so eine ABC hoch, eine ABC runter. Und anschließend nochmal die Form nach oben. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist ja sowas, das hat die Welt ja noch nicht gesehen. Ich mache jetzt mal mit euch ein klein bisschen Chartlehre, zumindest nach dem, wie wir auf die Charts gucken. Also achtet drauf, dreiwellig hoch, dreiwellig runter und dann nochmal mit Schmackes in die andere Richtung. Das ganze Ding hat sogar einen Namen und das nennen wir eine Flat-Korrektur. Dreiwellig runter, Entschuldigung, andersrum müssen wir sagen, dreiwellig hoch, dreiwellig runter und dann Schub nach oben. Das wäre im Prinzip das Bild. Das ist eine Korrektur, die aber nicht selten vorkommt. Auch zum Beispiel in einer Bewegung, die wir jetzt vielleicht bei Gold haben. Wir sehen, dass diese Korrekturen hier in der Mitte, entweder die Zigzag, das war das, was wir gestern sehr rein eben da war. Aber wir sehen, sehr häufig gibt es auch dieses Verhaltensmuster, also sogar statistisch gesehen noch häufiger. Deshalb müssen wir das auf jeden Fall mit auf der Uhr haben, dass das passiert. Interessanterweise ist das nicht nur für Zigzag-Korrekturen so, das ist auch für zum Beispiel in einem Impuls so. Also auch bei solchen Bewegungen sehen wir, dass die Zigzag-Familie sozusagen und die Flat-Familie mehr oder weniger gleich verteilt eben vorkommt. Das heißt, man muss mit sowas rechnen. Deshalb mein Credo immer wieder, ich weiß, einige können mein Mantra schon gar nicht mehr hören, weil ich sage, vorsichtig, ein einzelner Trade, das ist eine statistische Größe, das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass dieses oder jenes passiert. Es ist absolut realistisch, dass der Kurs so ein Bild macht. Das muss auch nicht ganz exakt, dass er bis da hochläuft. Es kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen niedriger ist, aber irgendwie sowas in dieser Form und dass er dann anschließend erst für den nächsten Schwung nach unten dann eben sich fortsetzt. Damit kann man, muss man ebenfalls rechnen. Das Doofe ist, das kann ich jetzt im Moment noch überhaupt nicht klassifizieren in diesem Chart. Das heißt, in diesem Moment kann ich jetzt hier keinen neuen Trade mehr draus bauen. Der ist jetzt erstmal rum. Wenn wir aber was Neues sehen, zum Beispiel hier bei Gold oder aber bei einem anderen, beim Index oder bei vielleicht mal einem interessanten und relevanten Einzeltitel, dann stelle ich das gerne vor. Deshalb unbedingt beim Trade des Tages anmelden.
damit ihr solche Situationen nicht verpasst. Hier kann man jetzt sagen, ja, wäre ja froh, dass ich das verpasst habe. Aber natürlich ist es so, wir reden von der Statistik und die sollte dauerhaft natürlich schon positiv ausgehen, sonst kann man sich das mit dem Traden auch dann in die Haare schmieren. Wenn man noch welche hat, ich bin ja da nicht mehr ganz so optimal ausgestattet, vielleicht liegt es auch genau daran. So, wer noch mehr Interesse hat, Sachen zu lernen, der sollte sich beim Born for Trading live mit anmelden, denn da gibt es immer noch Know-how-Portionen mit dazu, warum, wie, was funktioniert einfach, damit man nicht einfach nur blind was nachhandelt, sondern damit man sagen kann, hey, nachhandeln ist ja cool vielleicht oder anpassen auf eigene Bedürfnisse. Aber noch toller ist es, wenn man einen Trade auf eigene Faust finden kann, weil man die Mechanik dahinter versteht. So, in diesem Sinne euch jetzt allen ein wunderschönes Wochenende. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Denkt daran, Born for Trading bzw. beim Trade des Tages noch anzumelden, damit ihr nichts verpasst, wenn da was Neues, was hoffentlich Spannendes und Gutes dann auch kommt. In diesem Sinne, macht's gut.